wunderbar. Also es ist einfach so, das ist so individuell. Was wirklich sehr sinnvoll ist, wenn man eine Lösung hat, dass das Wasser halt relativ schnell verschwindet. Hi, ich bin's, heute aus Willingen und zwar mit meinem Stadtfahrrad, wie ihr hier seht, und nicht mit meinem Mountainbike, auch nicht für einen Kurs, sondern für einen kleinen Dreh und zwar beim Insta-Walk vom Bikepark MTB Zone Willingen. Ja, ihr seht natürlich hier ist direkt der Lift. Ich bin mit Bahn und Fahrrad angereist, wohne direkt im Nachbarort in Olsberg und bin mal total gespannt. Es geht um Streckenpflege, es geht um Brappen, also darf man so ein bisschen die Anliegerkurve mit Speed so reinpushen. Ist das schlecht für die Strecken? Was für ein Aufwand steckt dahinter bei der Streckenpflege? Und der Betreiber, die Schneider, hat ja auch 3 Bikeparks, die er betreibt. Ja, dann würde ich sagen, ihr seht, die Lifte fahren schon. Ja, schon länger. Und von den Wolken her, ja, mal gucken. Ich glaube, wir werden beim Insta-Walk trocken bleiben. Ich bin gespannt. Also Nebel am Ettelsberg, hier die K1-Station. Ich bleibe jetzt mal hinter der Kamera, weil der Autofokus stellt mich eh immer auf unscharf. So, hier ist die ganze Gruppe vom Insta-Walk. Da seht ihr Didi, den Chef und Streckenguru Papst, alles in einem. Und ihr seht, es ist kein Wind. Das heißt, wir können sogar mit Tonaufnahmen filmen. Natürlich an einem Samstag auch normaler Bikeparkbetrieb, aber hier die Macher des Bikeparks, die uns gleich etwas erzählen werden über Streckenpflege. Die erste Party-Train am Morgen startet hier. Wir gehen gleich mal auf die Strecken. Um fast überall hier in die Strecken reinzukommen. Ja? Also mit dem Fahrzeug können wir halt den Vorteil in die Strecken reinfahren, um so dichter halt an den Patienten zu kommen. Dabei haben wir vom medizinischen Material alles, also wie der ganz normale Rettungsdienst, können wir halt auch, da sind wir in der Lage, auch jede Art von Verletzungen zu behandeln vor Ort. Und dann halt noch spezielle Bergwachtausrüstung, das heißt Klettergurte, Seile, weil es kann ja auch mal passieren, dass der Patient stürzt und 20 Meter den Abhang runterliegt, wo wir den jetzt vielleicht dann nicht gerade so einfach runterkriegen. Da müssen wir dann natürlich anfangen, mit Seilmaterial zu arbeiten etc. Genau, das ist unser Nachläufer, unser Transportmaterial oder unser Transportmittel, genau. Genau, für den Patienten bestimmt. Ist aufgestellt auf eine Gebirgstrage, so heißt das Gerät. Ist auch extra für die technische Rettung gedacht. Strecke zu, wir brauchen so. Betreten zu Fuß verboten, heute erlaubt und es wird hinter uns geschlossen, damit da nichts passiert. Also heute mal wandern statt biken. Genau, hier kommt er mit dem Flatterband, da kannst. Also hier diese benannten Rettungspunkte, alle 75 Meter. Dann weiß sofort die Bergwacht, wo sie hin muss. Und weiter geht's. Wir prüfen jetzt mal die Bremswellen. Ein schönes Exemplar vor der Kurve. So, also jetzt hier die Streckenbegehung über den nächsten Table. Jetzt haben wir schon viel gelernt heute. Zum Beispiel, dass die ganze Strecke hier wurde nicht mit Erde beliefert, als sie gebaut wurde von einem LKW oder so, sondern dass es hier die Erde kam hier überall von links und rechts oder da, wo Erde genommen wurde. Auch ein ganz interessanter Fun Fact. Also man könnte sich ja vorstellen, da kommen irgendwie LKWs mit Kies und Material und dann wird hier eine Strecke reinplaniert. Aber nein, es wurde wirklich ohne LKW-Ladung gebaut und jetzt, ja, man sieht hier schön in den Berg hineingeformt. Genau. Ja, und man sieht natürlich hier sind überall auch
Stellen, wo man, wo die Streckenshaper agieren können. Also zum Beispiel Material auf die andere Strecke bringen. Und die sind hier nebeneinander angelegt. Und ich gehe jetzt hier einfach mal weiter und erzähle euch was, weil ich konnte jetzt nicht das Ganze vom Didi irgendwie filmen, dann wären das irgendwie 50 Minuten geworden hier. Ja, es sind 4 Hauptshaper ist der Plan. Jedoch ein Job, den viele nicht lange machen, weil es sehr anstrengende körperliche Arbeit ist. Genau. Ja, und die haben recht. Aber Low Country gibt es Leute, die sagen, das sind die besten. Die haben auch recht. Wunderbar. Also es ist einfach so, das ist so eine individuelle Geschichte. Und wenn ich jetzt eben da drauf drücke, mit der Tür aus, man muss schon mal eine Kurve fahren. Das andere ist, du musst eine Kurve fahren an einer Schräge. Weil das ist ja nicht gerade der Untergrund, also nicht eben, sondern es ist schräg. Das heißt, schon mal 2 Faktoren, Kurve, Schräge. Und jetzt gibt es eben nur Kurve, die dann nach unten hängt. Das heißt, ich muss bergab Kurve an einer Schräge fahren. Und wenn man das halt so mal betrachtet, dann sind es 3 Dinge, die für manche schon, wenn man sie einzeln nimmt, nicht einfach sind. Also manche haben schon Schwierigkeiten, wenn sie ein bisschen runterfahren, weil dann halt mit dem Bremsen und das wird ja plötzlich schnell. Manche haben Probleme, wenn sie andere Schräge entlang fahren, weil Gleichgewicht halten. Ja, und manche haben sogar Probleme, wenn sie eine Kurve fahren müssen, weil sie anstatt in die Kurve reingucken, gucken sie, was dahinter irgendwo anders sich abspielt, und dann wird es halt schwierig mit dem Kurvefahren. Low Country Geschichte, das war ja vielleicht ganz kurz zu der Entstehung, der Name Low Country. 64 Cent. Hans-Jörg Grey, vielleicht ist das ein Begriff noch für irgendjemand von euch, der... No Way. No Way Ray, ja. Der hat die Idee gehabt von einem Trail, wo quasi alle drauf fahren können. Also ein Trail, der wirklich die Schere zwischen Downhill und Cross Country hinkriegt. Also wo ein Downhiller Spaß hat und ein Cross Country Fahrer auch Spaß drauf hat. Und er hat dann auch schon den Namen gehabt, er würde das dann Flow Country nennen. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, so, und du musst dir jetzt überlegen, wie die Strecke aussieht. Und dann haben wir in Livigno mal so einen Test-Trail gebaut, so nur ein paar hundert Meter, und haben das dann halt probiert. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann ist quasi die Flow Country Trail-Geschichte entstanden. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass ich sagen kann, Flow Country ist das absolut erfolgreichste Streckenmodell, das es gibt. Weil der größte Feind von so einer Strecke und was wirklich sehr sinnvoll ist, wenn man eine Lösung hat, dass das Wasser halt relativ schnell verschwindet. Das hier ist jetzt so eine ganz witzige Geschichte, weil da sind jetzt quasi 2 Sachen kombiniert worden. Zum einen habe ich Material gebraucht für die Kurve. Ja, zum anderen habe ich hier quasi so ein Loch gemacht mit einem Rohr drin, wo jetzt, wenn es richtig stark regnet, das Wasser erstmal, also wenn es jetzt nur ein Gewitter ist, und das geht ja maximal dann eine Stunde richtig, dann reicht es da aus, dass das Wasser sich erstmal hier ein bisschen sammelt und dann abläuft. Man muss aufpassen, dass man es nicht zu tief macht, weil wenn dann nachher jemand einen Schwimmkurs drin macht, dann ist das natürlich auch nicht so toll, aber der Boden hier ist sowieso grundsätzlich dieses Schiefer, da läuft das Wasser extrem schnell ab. Also das versickert hier extrem schnell. Und deswegen haben wir das halt, oder habe ich das so gemacht, dass hier dieses Loch ist mit dem Rohr, dann ungefähr auf 20 cm Höhe, wo das Wasser rausläuft. Und dann kann erstmal ein bisschen Wasser kommen und dann läuft es dann raus, und was da drin steht, das versickert relativ schnell da unten. So, also das war der Insta-Walk in der MTB-Zone Willing. Und ja, ich hoffe, mein Gesicht ist jetzt scharf und nicht die Wiese dahinter. Das macht hier der Autofokus von der Kamera.
Es waren sehr interessante Themen. Wir haben über das Braten gesprochen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, YouTuber, zwei hatten einen Brab-Contest gemacht. Also zu gucken, wer kann am meisten durch das Braten, also das Hinterrad so in die Kurve reinpushen, in die Anliegerkurve, dann so sprayen lassen, dass es schön laut ist. Also Braten, wer das kennt. haben diesen Contest gemacht und dann gab es halt öffentliche Kritik vom Park und darauf gab es dann Sitzdorm und ein paar unschöne Sachen. Ja, und seitdem ist das so ein Thema, dass halt viele, ich würde mal sagen, viele Jugendliche sich da irgendwie in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, weil der Bikepark sagt, die möchten das nicht. Und jetzt wurde auch nochmal klar gesagt, der Bikepark möchte keine Brab-Contests und so weiter und kein mutwilliges Übertreiben da. Aber steht ja niemand an der Strecke und guckt, ob jemand mal hier einen kleinen Brab macht oder da. Genau, deswegen, ja, ich bin der Meinung, das Thema wäre ohne dieses Video und ohne die Reaktion darauf gar nicht so hochgekocht, weil ich glaube, die meisten Streckenschäden passieren ja nicht durch die paar Leute, die braten, sondern halt durch ungutes Bremsen mit durchzogenen Bremsen. Der Bremswellen kennt ihr und so weiter. Jetzt geht's zurück in den Lift und ich bedanke mich beim Bikepark für das Angebot. Es gab noch interessante Themen. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video.